Und da muss ich euch einfach allen ein Kränzchen geben. Ich finde es einfach unglaublich. Und zwar nicht nur mein Team, ich finde euch alle. Also, dass ihr hierher kommt, ich habe keine Ahnung, was euch da erwartet. Ich fahre nach Zürich am Sonntagmorgen, als hätte es nichts geschlafen. Das finde ich einfach extrem leise. Es ist ein rechter Schritt aus der Komfortzone raus. Oder? Man hat keine Ahnung, was auf einem zukommt. Du hast mir geschrieben, du kennst niemanden. Oder? Das braucht etwas. Das ist wirklich, das ist eigentlich ein bisschen eine Parallele zum Strongman Run. Es ist ein extremer Schritt aus der Komfortzone, was ihr heute gemacht habt, jeder von euch. Wirklich. Und der Punkt ist der, Glücksforschung sagt einfach, dass alles, was Komfortzone ist, das, was man jeden Tag macht. Das ist der sichere Rahmen, wo man sich drin aufhält, die ganze Zeit in seinem Leben. Wenn ich jeden Tag gleiche Art gehe, dann mache ich wieder gleich zurück. Das ist meine Komfortzone. Ich treffe mich immer mit den gleichen Leuten, treffen uns immer im gleichen Kaffee. Ich trinke immer das gleiche Getränk. Das ist meine Komfortzone. Da passiert mir nichts, da ist alles sicher und safe. Wenn ich einmal einen Schritt raus mache, dann bin ich außerhalb von meiner Komfortzone. Das ist ein bisschen unbehaglich zwischen ihnen, aber man weiss einfach auch, dass die spannenden Sachen, und ihr habt mir am Abend ganz viele Sachen gezeigt, spannend, aufregend, nicht normal, nicht alltäglich, Wagnis, Neugierde, Abenteuer, hey, das ist alles außerhalb von der Komfortzone. Alles. Und das ist einfach spannend. Es ist wie dort passiert einfach so ein bisschen das, was im Hirn hängen bleibt. Oder ob ich jetzt jeden Tag meinen Arbeitsweg gehe, dann kann ich nach 3 Wochen nicht mehr unterscheiden, habe ich jetzt den an diesem Tag gesehen oder am nächsten, weil ich ja jeden Tag das gleiche Trampelpferdli nehme. Weiss ich nicht mehr, ist das am einen oder am anderen Tag passiert, dass ich das und das gesehen habe. Wenn ich aber mal irgendwie etwas ganz anderes mache, dann bleibt das in mir haften, weil es ist eine völlig neue Erfahrung. Oder? Und da geht es auch, Glücksforschung sagt auch, dass unter dem Strich, das hat man gemessen, macht Erlebnisse viel glücklicher als die Sachen, die man kauft. Und zwar aus dem gleichen Grund, aus etwas, das ich erlebt habe, sei es eine Reise oder das, was ihr jetzt hier vor euch habt, der Run. Oder solche Gruppenerlebnisse vor allem. Hey, wie du richtig sagst, das wirst du noch den Enkel erzählen. Hey, dann bin ich durch den Schlamm durch.